Man hat eigentlich gar nicht gewusst, seit wann das Rieperalpen den Nidwaldner gehört haben. Die sind von Arni Alpherren immer näher gekommen und plötzlich haben die auf der Triebsee oben gealpet. Das hat natürlich viele Engelberger enorm geplagt. Und wo der Klosterbrüder, der Salzbrüder, der hat sich am meisten geärgert. Das Kloster hat Salzregal gehabt und der Klosterbrüder hat alle im Grafenort unten Salz geholt und hat ganz schwere Fässchen in den Keller abtragen im Kloster und steigen durch wieder zum Aufladen. Und so war das ein kräftiger, stämmiger Bruder. Aber der hat sich gräusig geärgert über das, dass die Trieperalpen eigentlich nicht am Kloster gehört haben. Jedes Mal, wenn die Trieperalpen im Dorf waren, hat man es ein bisschen angegiftelt und mit einem gezogen wegen den Trieperalpen. Und am meisten hat der Salzbruder gegen die Trieperalpler da und gewettert. Er hat ihnen gesagt, sie ist daheim dem Kloster die Alpen gestohlen, wie die Turner zu einer Alpen gestohlen haben. Die Trieperalper, die haben selber nicht genau gewusst, wie sie jetzt da dazugekommen sind, dass sie die Trieperalpen haben. Dann haben sie sich vorgestellt, sie könnten ihm jetzt einmal eine Wette vorschlagen und schauen, was er dann noch macht. Und so haben sie ihm eines Tages gesagt, wenn er möge das Fässchen Salz auf die Trieperalpen vertragen, dann gehöre die Trieperalpen nachher rein. Der Salzbruder hat das natürlich denkt, ja, wenn ich schon so gut mag, Fässchen Salz tragen, das werde ich jetzt auch noch mögen. Und er hat eingeschlagen, er hat sich schon vorgestellt, wie er am Abend, wenn er mit heimkommt und danach sieht er den gnädigen Herr und dann kann er ihm dann so quasi auf den Händen die Trieperalpen präsentieren. Und da hat er die grössten Hoffnungen gehabt, dass er das gewinnt, die Wette. Und so hat er gesagt, ja gut, das machen wir gerade. Und er hat ein Fässchen Salz geholt, hat es auf den Rücken genommen. Und dann ist er zügig bergauf, gegen Gerschenjäufe. Es war ein schöner Tag, es war so gegen die 11 Uhr rum. Die Sonne hat geschienen und er ist zügig durch den Wald aufgelaufen. Gegen oben. So gegen die Höhe oben im Wald rein, hat er gemerkt, dass er doch eher ein bisschen warm überkommt und hat gedacht, nachher geht es eben uns, dann ist es der Ringer. Und so ist er gegangen und gegangen und ist auf die Ebene gekommen und danach hat die Sonne abgebrannt. In voller Gewalt hat er so fein abgebrätscht, die Sonne. Und er hat angefangen zu schwitzen und der Schweiß ist ihm mit den Augen abgelaufen und das salzige Wasser in den Augen hat gebrannt und er hat fast nichts mehr gesehen. Er hat immer wieder die Augen putzen und hat angefangen zu wechseln, das Fässchen wechseln, weil es ihm doch ein bisschen schwerer geworden ist. Und so ist er dann weitergegangen gegen die Triebseeufe. Eine Windung nach der anderen ist er Stegen aufgegangen und hat immer heißer bekommen und immer heißer bekommen. Und das ist er fast oben gesehen, da hat er der Kiel Luft gemerkt vom Berghaar, vom Schneewasser und hat gedacht, das Bächli da, wo da kommt, dort kann er sich ein bisschen kielen. Er hat ja nicht dürfen absitzen und er hat nicht dürfen kirmen und das Salzfass hat er nicht dürfen abstellen. Nidwaldner sind hinter und nach und haben ihn beobachtet. Aber er ist dann zum Bächli gekommen und hat sich ein bisschen gebückt und hat sich angefletzt mit dem eiskalten Wasser. Hat er sich überfletzt und es war eine Wohltat, wenn er das, wenn er es ins Kielt hat. Aber das kalte Wasser war so kalt, dass das Herz das nicht vertragen konnte. Und der Salzbruder
ist zusammengebrochen, für sie in das Bächli hineingefallen und war tot. Das Salzfässli ist ab der Träggabel abgefallen und ist durchab getrollt und ist kaputt gegangen und das Salz hat es auf der Grillhalde verstreut. Das Fee ist gekommen und hat angefangen an dem Salz. Als die Nidwaldner beim Salzbruder oben waren, haben sie nur gesehen, dass er tot ist. Und sie haben mit Steinen haben sie ihm ein Grab gemacht und ihn dort begraben. Und jetzt ist er dort oben, noch an den Trieberalpen, und er hat wahrscheinlich die Wette doch gewonnen.